Einen wunderschönen guten Nachmittag aus Kanada, Montreal, Saint-Gilles-Villeneuve, nennt es wie ihr es wollt. Wir sind beim 7. Lauf in der 2015er Saison und das Qualifying zum Grand Prix, das steht uns gleich bevor. Einer guten Benchmark, die der Nico Rosberg für den Anfang mal gesetzt hat, aber ich sehe da auch schon auf dem Zeitmonitor sämtliche Verbesserungen im ersten Sektor, unter anderem an Bord hier beim Schweizer im Ferrari. Das ist nicht gut, da war auch Verbesserungskurs im zweiten Sektor. Aber jetzt erstmal Daniel Ricciardo, das war die erste Zeit, die der Purple aufgeblitzt ist. Für Ferrari dürfte das sicherlich nicht die Pole Position sein, dafür war der Fehler viel zu groß im letzten Abschnitt. Er kommt über den Strich und es ist vorübergehend Startplatz 6 gelaufen. Und jetzt ist es noch eine Sektion, um hier sich zu verbessern. Im ersten und zweiten Sektor war es persönliche Bestzeit. Im dritten diesmal kein Fehler. Über Start und Ziel kommt der Ferrari und es ist die erste Pole Position für Simon Kaufmann in diesem Jahr. Der dreifache Rennsieger in dieser Saison, der aktuelle Weltmeister, schafft es endlich mal auf die erste Startposition. Hinter ihm Daniel Ricciardo, Rosberg, Kubica. Vor allem die ersten drei, die in der Weltmeisterschaftswertung sehr nah beisammen sind, werden auch in Kanada wieder das Tempo angeben dürfen. Los geht es hier in Kanada. Vier Wheelspin von Kaufmann. Da kommt direkt auch Kubica aus dem Windschatten raus. Ein schlechter Start von Simon Kaufmann in dieser Phase. Ricciardo macht alles richtig. Der zieht schon mal vorne weg, checkt aus. Die Mercedes auf 2 und 3. Dann ist das der Williams von, glaube ich, Lewis Hamilton. Und dann ist es Seite an Seite zwischen Kaufmann und Sebastian Vettel. Und das ist ein bisschen geil überm Limit. Fährt er übers Gras, geht dadurch ein Risiko ein, sich erstens mal wegzuhauen und andererseits auch ein kleiner Vorteil. Wenn sich da mal nicht die Stewards noch melden und sagen, hör mal, ein paar mal solche Dinger darfst du nicht erlauben, sonst gibt das nämlich auch Konsequenzen. Aber sei es drum, für den Moment scheint alles gut zu sein. Verbremser in Kurve 8 hinein, das gibt die Möglichkeit für Sebastian Vettel zu attackieren in der Haarnadelspitzkehre Kurve 10. Der hat nämlich da auch Sam Bird und Alonso im Schlepptau. Alonso hat da im Hintergrund noch einen Schlag von einem Force India abbekommen. Ich glaube aber, das dürfte dann eher mehr Schaden beim Force India hinterlassen haben, als beim Ferrari von Fernando Alonso. Und da vorne sehen wir ganz knapp, ja, da zieht der Mercedes jetzt nämlich raus. Nico Rosberg gegen Robert Kubica, aber stattdessen bleibt die Regie weiterhin hier hinten auf Simon Kaufmann unterwegs. Jetzt haben wir eine stationäre Kamera. Lange bleiben wir hier. Was passiert denn da vorne? Da ist erstens Kubica, da ist Kaufmann, da ist Rosberg, da ist Hamilton. Kaufmann verbremst sich beim Anbremsen. Hamilton, der große Profiteur. Und es geht hier toter und drüber. Und der Leidtragende, das ist Sebastian Vettel, der dreht sich nämlich da hinten weg. Und Kubica übernimmt wieder die Position von Simon Kaufmann. Aus der Sicht des Australier, Daniel Ricciardo, super Start, kein Wheelspin, super Reaktion, er macht alles richtig, übernimmt dann auch die Führung. Der zeigt direkt mal, dass das heute sein Rennen sein soll. Hier aus der Sicht des Schweizers von der Pole Position, die Starts in diesem Jahr, die sind nicht so das Wahre. Aber direkt deren vielen Positionen zu verlieren, drei am Start, dann kommt dann auch noch Hamilton in Kurve 2 um die Ecke. Es ist ein bisschen unlucky, aber kann passieren. Und da wäre nämlich auch noch fast Vettel vorbeigezogen, wenn Kaufmann nicht ein bisschen mehr Risiko hier gegangen wäre. Jetzt noch die ganze Szenerie vom letzten Streckenabschnitt. Da geht erst mal Rosberg Seite an Seite gegen Kubica. Und da berührt er auch mal die Wall of Champions, kann dann weiterfahren. Kubica mit dem besseren Drive, absolut verständlich. Dann kommt Lewis Hamilton, der hat noch mehr Geschwindigkeitsüberschuss, bremst sich außenrum an. Da schießt der Ferrari vor Kaufmann nämlich mal komplett über die Stränge. Und Hamilton sagt, Dankeschön, ich übernehme mal die zweite Position. Aber da war ja noch mehr. Und aus der Sicht von Kubica sehen wir jetzt nochmal hier auf der linken Seite, wie der Kaufmann da vorbeigeschossen ist. Und dann, das merkt der Kubica gar nicht, wie da der Vettel innen ist. Er hebt zwar die Hand, kann da aber gar nicht viel machen. Und jetzt noch aus der Sicht von Vettel, der schaut da eigentlich nur zu. Dann wird er irgendwie, der Platz ein bisschen eng und dann gibt es die Berührung. Schade drum. Und dann nochmal eine Perspektive von Kaufmann. Hier sehen wir diesen ganzen Drive, den er hatte. Was für ein Geschwindigkeitsüberschuss. An einem vorbei, an zwei vorbei. Ja, kann man verstehen, dass er da mal attackieren möchte. Aber da musst du auch den Bremspunkt in dieser Szene definitiv auch erwischen. Das hat er nicht getan. Und damit fällt er wieder dahin zurück, wo er angefangen hat. Hinter seine Kontrahenten Kubica, Bird, Hamilton und Rosberg.
Ja, Hamiltons Williams, der ist ja eigentlich nicht dafür gemacht, vorne zu sein. Die Mercedes, die sind ja auch, die Schnelleren haben sich auch im Qualifying da vorne platziert. Und jetzt direkt Rosberg, eine Runde später, geht er dieses Mal vorbei. Es ist wieder Seite an Seite, wieder die Berührung mit der Wall of Champions. Und es ist ein langwieriger Prozess, aber er setzt sich gegen Lewis Hamilton durch. Kann auch Rube Kubica direkt profitieren. Kubica gegen Lewis Hamilton. Und die verkeilen sich und sie kollidieren nach Kurve 2. Sie stehen beide in der Mauer. Da kommt er nämlich in die erste Kurve hinein. Da sieht noch alles sehr sauber aus. Da kommt dann auch Kubica, der drängt dann den Hamilton schon Richtung Wand. Was will denn der Lewis Hamilton an dieser Stelle anders machen? Der könnte ein bisschen vom Gas gehen. Ja, das kann er definitiv. Aber er hat natürlich auch das Recht, da zu sein, denn auf der rechten Seite war so viel Platz und die Stewards sprechen dem Kubica dafür eine 10-Sekunden-Strafe aus. Sebastian Vettel gegen Hamilton auf der Geraden mit der DRS-Unterstützung. Die beiden haben sich hier ganz schön lieb gewonnen. Sie haben eines gemeinsam in diesem Rennen. Sie sind ja beide nach Kurve 2 oder in Kurve 2 mit einem gegnerischen Fahrzeug, nein, sogar mit Robert Kubica kollidiert. Das haben die beiden gemeint und jetzt können sie mal zeigen, dass man das nämlich auch auf eine andere Art und Weise machen kann. Aber dieses Mal passiert dasselbe wieder. Hamilton wieder in einem Zwischenfall verwickelt. Sebastian Vettel steht quer und das wird natürlich selbstverständlich von der FIA untersucht. Die Stewards, die werden da wohl noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ja, genau. Deutsch, eine sehr schwere Sprache. Und wir schalten jetzt auf Valtteri Bottas. Der ist hinter Romain Grosjean. Davor, das dürfte Sebastian Vettel sein und da gibt es die Berührung mit Bottas und das ist das Aus. Das ist das Aus. Ein technischer Defekt für Valtteri Bottas. Nach diesem Unfall gibt es dann auch den Ausfall von Bottas. Und es geht weiter vorne um Platz 2. Wir sehen eine schön interessante Grafik. Wie Kaufmann die Lücke um Zehntelchen in den letzten 5 Runden reduziert hat. Und jetzt Jagd macht auf Nico Rosberg. Geschwindigkeitsüberschuss mit der S, das ist ein leichtes Spiel, nur noch anbremsen in die Schikane hinein, aber nein, Rosberg macht das gut, verliert jetzt aber etwas am Momentum, Kaufmann mit dem besseren Exit kann mehr Schwung in seine Reifen bringen und kommt dann auch besser in die Gänge und geht an Nico Rosberg vorbei. Ja, Rosberg kämpft sich noch einmal zurück, starker Zweikampf der beiden WM-Kontrahenten mit diesem Fahrfehler. Buxi erinnert etwas an 2013, als die beiden schon in die Weltmeisterschaft in der Schlussphase gekämpft haben. Jetzt kommt Kaufmann gegen Rosberg erneut, diesmal die Innenbahn in die Haarnadelsektion hinein. War wohl beim Messpunkt auch vorn und wird auch noch DRS bekommen. Die waren ja schon an der Box und jetzt hat Nico Rosberg halt mal den anderen Ferrari im Schlepptau. Alonso, der ist auf einer Zweistopp unterwegs, der ist vom Soften auf den Soft gewechselt, der wird nochmal stoppen müssen. Rosberg in der Theorie, der könnte durchfahren. Alonso macht sich bemerkbar, der jagt immer noch vergeblich einen Sieg in diesem Jahr, hat ja ein Podium, das in China und kommt jetzt sogar mit dem Undercut an seinen Teamkollegen vorbei, auch Nico Rosberg vorbei an Kaufmann. Das ist natürlich nicht ideal für den WM-Führenden und wir haben endlich die Entscheidung, es ist Lewis Hamilton, der eine 10-Sekunden-Strafe bekommt für dieses Ding gegen Sebastian Vettel. Das ist eine interessante Anschauungsweise von den Stewards. Aber sei es drum, die Strafe ist vergeben, damit müssen sie nun mal leben. Alonso, Angriff in Kurve 8 gegen Nico Rosberg, Seite an Seite, Rosberg kommt zurück, slidet etwas, das ist dann wieder die Chance. Na, letzte Runde passiert das an dieser Stelle ja nicht, aber jetzt hat Alonso wieder eine Möglichkeit. Runde 18 macht dasselbe wie sein Teamkollege vor etwa deren 5 Runden waren das mittlerweile und geht dann auch schon an Nico Rosberg fürs Erste vorbei. Sehr gut gemacht, aber der Topspeed des Mercedes, der ist so gut, der kann auch ohne DRS-Unterstützung immer noch mit Alonso mithalten. Attackiert er in die Schikane hinein. Ja, er setzt ein Zeichen, aber muss sich dann vorerst wieder hinten einordnen. Hat er den besseren Exit? Die ganz große Frage, kann er nochmal eine Attacke wagen in Kurve 1? Nein, dafür ist er zu weit weg. Alonso auf der zweiten Position. Wenn man das Duell hatte zwischen Ferrari und Mercedes, dann war es ja eigentlich eher Alonso gegen Kubica. Heute ist es mal Rosberg gegen Alonso. Und Rosberg, jetzt kommt er mit der DRS-Unterstützung vorbei. Sie gehen zu zweit nebeneinander durch die letzte Kurve durch. Und da ist Kaufmann. Das ist ein
Spiegelbildmanöver von der Anfangsphase und da ist eine Mauer. Alonso drückt seine Teamkollegen in die Mauer. Da fliegen noch die Teile des Unfalls über die ganze Strecke hinweg. Also ein Frontflügelschaden von Kaufmann. Der wird da auch von Kubica attackiert. Aber wir bleiben erstmal hier auf dem Bild zwischen Rosberg und Alonso. Die bekämpfen sich gerade so hart. Der lachende 25. ist Daniel Ricciardo. Der ist nämlich vorne weg. Der baut hier den Vorsprung aus. Dahinter ist auch ganz schön wild. Kubica nochmal zurückgefallen. Hinter wahrscheinlich dem Williams von Sam Bird. Rosberg also vorerst vorne. Aber das ist eine Stelle, die kann Alonso gut mit seinen Softs. Vorhin ging er hier nämlich in der Haarnadelkurve vorbei. Saugt er sich wieder ran. Das DRS würde er auf jeden Fall bekommen. Attacke! Nein. Reiht sich hinten ein. Vielleicht dann gleich nochmal die Attacke in die letzte Schikane hinein. Seite an Seite. Das funktioniert doch nämlich auch schon in den letzten paar Momenten. Vielleicht jetzt noch einmal und die Stewards blenden uns ein. Unfall zwischen Kaufmann und Bird wird untersucht. Was ist denn da passiert? Wir sind immer noch hier im Kampf zwischen Alonso und Rosberg und wieder wird die World of Champions touchiert. Und wieder ohne einen Ausfall, aber der Zeitverlust dadurch, der war extrem. Das Ganze mal in Ruhe analysieren. Also der Drive von Kaufmann, Ausgang, letzte Kurve, der war ja sensationell. Da war auch eine Lücke und Alonso, es war nur eine leichte Berührung, aber das hat so einen großen Effekt, dass er dadurch sich komplett aus der Bahn werfen lässt. Dann war das hier eine Verkeilung zwischen Alonso und Rosberg. Die hätten beinahe Hamilton, Kubica, Hamilton, Vettel wiederholt. Gott sei Dank haben sie das nicht. Die beiden routinieren und wissen eigentlich auch, was sie zu tun haben. Das ist dann Kubicas Perspektive. Da sehen wir auch, warum er ganz schnell an Kaufmann dran war. Der hatte einen kleinen Moment mit der Traktion. Ausgang, Kurve 2, geht dann etwas weit auf die Wiese. Sam Bird profitiert aus der Sicht von Bird. Hat einfach den Apex, hat die Rennlinie. Das macht er komplett korrekt. So muss das auch machen, Bird. Und dann haben wir auch das ganz kurz in der Helikopterperspektive gesehen. Da die ganz merkwürdige Linie von Sam Bird. Dadurch verliert er wieder etwas in Zeit. Kubica kommt aber nicht vorbei. Aber vorbei war es dann ja noch nicht. Dann hier nochmal die Berührung des Schweizers. Und das müsste dann jetzt dann gleich passiert sein. Was ist denn da geschehen zu ihm? Anbremsen in die Haarnadel. Was passiert? Oh ja. What the fuck, man? What the fuck? Was soll das Scheiß? So eine verdammte gute Spast, man. Der ist sauer. Das war, glaube ich, sogar in seiner Heimatsprache. Oh, und das... Was ist passiert? Sam Bird geht im Apex nahe, kommt ein bisschen weit, dreht seinen Kontrahenten, fährt dann nochmal in ihn rein. Das gibt eine 10-Sekunden-Strafe von den Stewards an die Adresse von Sam Bird. Hier nochmal von außen. Kaufmann verbremst sich erstmal ein bisschen. Macht aber eine normale Linie und dann wird er einfach aus dem Rennen genommen. Das ist ärgerlich, unglücklich, kann passieren. Jetzt ist auch er mal von der Unglücksfee in dieser Saison besucht worden. Mission Schadensbegrenzung geht schon mal in die erste Runde. Da ist jetzt nämlich auch der Schweizer. Der ist hier hinter zwei Mittelfeldfahrern. Das sind Romain Grosjean und Jules Bianchi. Die kämpfen gerade um P7. Das kommt jetzt natürlich dem Simon nicht so ganz entgegen. Der versucht aber jetzt trotzdem gleich vorbeizuziehen. Der kriegt die DRS-Unterstützung. Die beiden bekämpfen sich. Jetzt kommt da auch Bianchi erstmal an Grosjean vorbei. Kaufmann kommt dann auch direkt an Grosjean vorbei. Mit DRS-Unterstützung und Windschatten zieht er dann auch noch an Jules Bianchi vorbei. Jawohl, 2-1. Das ist dann schon mal Pisi. Den haben wir in das ganze Rennen kaum gesehen. Daniel Ricciardo abseits dieses ganzen Geschehens in diesem Rennen kommt dann auch nochmal zu seinen paar Sekündchen Screentime. Der ist jetzt hier auf seinem letzten Boxenstopp. Zwei-Stopp-Strategie bei Red Bull Racing. Geht nochmal auf den soften Reifen für die Schlussphase. Kommt da ein Kontrahent nochmal in die Nähe? Die große Frage, Nico Rosberg vielleicht? Ja, da ist er auch, der Rosberg. Ist aber zu weit weg. Das ist ein unangefochtener Sieg wahrscheinlich für Ricciardo in diesem. Der muss mit so einer Wut im Bauch fahren. Guck mal, der hat die Lücke zu Bird bereits schon wieder geschlossen. Sam Bird, derjenige, der Kaufmann aus dem Rennen genommen hat fürs Podium. Der ist jetzt nämlich hier direkt hinter ihm. Attacke in die Haarnadelkurve. Ja, das macht er dann auch konsequent. Lässt dem Bird aber auch Platz, ihm direkt zu sagen, so geht das, mein Freund.
Ja, da haben wir es doch endlich, das langersehnte Duell Alonso gegen Kubica. Es geht auch in Kanada wieder mal in eine weitere Runde. Aber das dürfte ein leichtes Unterfangen für Robert sein. Der hat hier nämlich den soften Reifen drauf. Dürfte auch den besseren Grip in dieser Phase haben. Auch das in meinen Augen schnellere Auto. Attacke in die Haarnadel. Sauber gemacht. Keine Chance für den Spanier hier irgendwas auszurichten. Dadurch ist jetzt also auch der Kubica auf dem Podiumsplatz unterwegs. Aber wir dürfen nicht vergessen, der kriegt noch eine 10-Sekunden-Strafe aufs Endklassement raufgerechnet. Und Alonso hat noch nicht genug. Alonso, ja, aber jetzt muss er aufgeben. Jetzt muss er sich wieder mal hinten einreihen. Das ist so, was möchtest du eigentlich nicht haben, wenn du überrunden möchtest. Die beiden McLaren Hondas stehen da Spalier. Eine sehr ulkige Situation. Der eine geht links zu meiner anderen, rechts, dann mache ich halt Platz. Mitte durch, Abfahrt. Jetzt kommt Alonso da auf Kimi Räikkönen in die Quere. Die McLarens, die haben es heute aber irgendwie mit dem Weg stehen. What a joke! What a joke! Alonso ist sichtlich sauer. Der Speed von Kaufmann, der ist ja mal überragend. Wir sehen es jetzt noch in der Grafik. Die Zeit, der hat ihm etwa 8,5 Sekunden in den letzten 5 Runden abgenommen. Ja gut, er darf auch Dankeschön sagen an Kimi Räikkönen, dass er das möglich gemacht hat. Aber da geht noch was im Kampf um P4 in diesem Rennen. Und hier geht es auch noch um etwas, das ist Nico Rosberg. Die Überrundungen heute, die sind ganz schön verrückt. Und da ist ein Caterham, das ist Mitch Evans. Der überholt mal zwei, weil die überrundet werden, geht dann an Nico Rosberg vorbei. Die beiden geben sich gar nicht Platz. Es wäre so, als würden sie hier gerade ein Rennen um Position bestreiten. Und da hinten ist Robert Kubica gegen einen Silver Bull im Ey, das ist ein bisschen zu viel des Guten für die Überrundeten. Sowas kannst du doch nicht machen. Wir sind jetzt auf in der letzten Rennrunde. Mitch Evans ist ein Faktor, dass Rosberg hier nicht das Rennen beendet. Nein, Mitch Evans holt sich zwei Positionen, lässt dann aber Rosberg durch und Kubica dann wahrscheinlich auch gleich. Aber das ganz schön Spannende daran ist jetzt hier, wie das ist aber ein Corner Cut. Da hätte er vom Gas gehen müssen, macht aber nicht. Das ist dem wohl so egal. Das ist eigentlich auch das Aktuelle, was so richtig interessant ist. Jetzt kriegt er einen Corner Cut. Kann Ferrari hier noch irgendwas bewerkstelligen im internen Kampf? Kommt der WM-Führer dann noch an Alonso vorbei? Gibt es die Stallorder? Oder bleibt es dann so, wie es jetzt gerade ist? Der Kaufmann, der ist auf jeden Fall in diesem einen Sekundenfenster, würde ich jetzt mal sagen, angekommen. Ja, ist er. Reicht aber auch fürs DRS. Die ganz große Frage, aber wir schalten zu demjenigen, der dieses Rennen gewinnen wird. Daniel Ricciardo gewinnt zum zweiten Mal in diesem Jahr und schließt in der Fahrerwertung näher an Kaufmann ran. Und da ist auch der genannte Kaufmann mit DRS, Geschwindigkeitsüberschuss, letzte Schikane, verliert er etwas am Momentum, schlechte Linienwahl, das wird nicht reichen. Das ist Alonso auf der 4 und Simon Kaufmann immerhin noch auf der 5 ins Ziel gekommen. Einer der verrücktesten Kanada Grand Prix, gewonnen durch Daniel Ricciardo, ein unangefochtener Startzielsieg. Nico Rosberg wird Zweiter, Kubica rettet seinen dritten Platz am Ende noch, trotz der 10-Sekunden-Strafe. Alonso 4, Kaufmann auf der 5, Vettel wird Sechster, Bird kriegt natürlich die 10 Sekunden, verliert eine Position, Hülkenberg 8er, Hamilton verliert auch noch eine Position wegen seinen 10 Sekunden und Jules Bianchi wendet das Rennen in den Top 10. Ja, es sind so die üblichen Verdächtigen da vorne gelandet. Wo ist denn Mitch Evans? Das war in einem Kampf zwischen Guido van der Garn und Daniel Kvyat, das wir gerade gesehen hatten. Der ist auf der 15 und der einzige Ausfall in diesem Rennen, Valtteri Bottas mit einem Defekt in der 10. Rennrunde. Die Fahrerwertung, sie ist etwas enger geworden. Kaufmann führt sie weiterhin an, Ricciardo aber mit einem Abstand von deren 5. Rosberg ist auch in greifbarer Nähe. Ich denke mal, die dreien werden es am Ende der Saison wahrscheinlich unter sich ausmachen dürfen. Nico Hülkenberg, auch noch ein Profiteur, der springt nämlich von der 12 auf die 11. Da fehlt auch nicht mehr viel für den Deutschen im Voss India, um in die Top 10 reinzukommen. Und die Konstrukteurswertung, da bleibt alles beim Alten. Aber Mercedes und Red Bull schließen etwas auf die Scuderia Ferrari. Das war's dann auch von diesem interessanten, vollgepackt dramatischen Kanada Grand Prix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, positive Bewertung, ein Kommentar. Kritik ist immer angebracht, solange sie konstruktiv ist. Und ich würde mich freuen,
wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum großen Preis von Österreich. Bis dahin, habt einen traumhaft wunderschönen Tag. Macht's gut, bis denne und ciao, ciao.